Welche Einkünfte sind auf eine Erwerbsminderungsrente anrechenbar? Gibt es Unterschiede zur Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Grundsätzlich ist der Hinzuverdienst auf die Rente wegen Erwerbsminderung anrechenbar. Sie haben es ja schon gehört, das Wort heißt der Hinzuverdienst. Und der Hinzuverdienst ist genau der gleiche Begriff, wie wir ihn auch bei der Altersrente finden. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und vergleichbare Einkommen. Alles, was Sie an Verdienst aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit haben, ist anrechenbarer Hinzuverdienst, und zwar dem Grunde nach. Ob es dann der Höhe nach angerechnet wird, ist noch eine völlig andere Frage. Ja, also das ist die Faustregel. Der Hinzuverdienst muss aus einem Verdienst, aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aus einer selbstständigen Tätigkeit herrühren. Und jetzt kommt der Unterschied zur Altersrente. Es werden natürlich noch weitere Verdienste angerechnet. Und zwar nach § 96a werden nämlich auf Erwerbsminderungsrenten, ich sage es jetzt erstmal pauschal, Erwerbsersatzeinkommen angerechnet. Und das sind solche, die auf eine Altersrente nach § 34 SGB VI nicht angerechnet werden. Bei der Erwerbsminderungsrente wird unterschieden zwischen einer teilweisen EM-Rente, und dort wird noch angerechnet, wenn Sie haben Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Arbeitslosengeld und das Übergangsgeld als sogenannter, ja, ich sag mal, Hinzuverdienst. Übergangsgeld kennen Sie, das ist das Geld, was Sie bekommen, wenn Sie in einer Reha-Maßnahme sind. Und bei einer vollen Erwerbsminderungsrente wird nur das Verletztengeld und das Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung an eine Erwerbsminderungsrente angerechnet. Der Unterschied zur gesetzlichen Altersrente ist, dass Erwerbsersatzeinkommen bei der EM-Rente noch anrechenbar sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.